Noch auch bereit. Oh, Obsidian. Sehr schön. Zurückkehren. Ein weiteres Teil für meinen Mage. Ah, ich habe genau 777 Blutsplitter. Oh, nicht schlecht. Was kommt bei mir? Ach, der Boss ist schon bei dir.
Okay. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, ein Verbrauchsgegenstand, sehr schön. Ich hab einen Radmalhelm. Ich flippe aus. Ich hab mal wieder eine Bulkatos-Waffe. No. Ach, der liegt auch da noch. Mal wieder. Ja, die ist aber scheiße. Kacke auch. Ja. Da ist schon ein Sockel drauf. Oh, die ist besser als meine. Da kann ich nämlich noch schön Schaden drauf rollen. Oh, nice. Leben pro verbrauchte Wut weg. Prozent Schaden drauf. Und dann macht die irgendwie 300 Schaden mehr als meine unter 2000. Die ich jetzt trage. Und noch einen uralten Schmelzofen habe ich auch. Ja, sehr schön. So. Ich gehe wieder shoppen. Vita, auch nicht schlechter Roll. Max Vita. Diener der Hölle werden stärker. So, was wollte ich? Brust. Aschermantel. Na, Talrascher. Shimizu Saori, super. Aha. So. Stiefel. Okay, macht er nicht. Auch irgendwo. Da. Okay, Cube habe ich schon mal fertig. Es fehlt mir noch das restliche Gear. Für den Mage oder was? Also kein Ice Cube habe ich fertig, alle drei Slots. Ein Verbündeter hat uns verlassen. Die Diener der Hölle werden schwächer. So. Da, 10% Schaden, jawohl. Oh, nice. Boah. Macht 8,6% mehr Schaden. 1986 zu 2358. Ja, das ist, Aber ich verliere 600 Vita wiederum, ne? Da müsstest du wieder halt, weiß ich, mit der passiven spielen oder so. Da habe ich nur noch 632 Leben, ey. Oder ich gehe einfach Paragon und pack da ein bisschen was von Stärke in Vita. Noch mal eine Windrose. Das Glück ist mit den Mutigen. Oh. Das ist zu teuer. Einen müsstest du, glaube ich, noch haben, oder? Ja, richtig. Ja,
Dann ballern wir den mal weg und dann können wir was anderes machen hier. Irgendwo die Kleine sowieso, aber. Oh, wir können doch mal überlegen, was ganz anderes zu machen. Was ganz anderes? Inwiefern? Ja, weiß ich nicht. Ach, ich habe mal wieder kein Gold. Ich habe nur noch 31 Millionen. Ja, weiß nicht, ein paar Maschinenfarmen oder so. Um noch ein paar Hellfire herzustellen oder was weiß ich. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Dass man noch keinen fünftigen Duft hat. Oder nochmal Bounties zur Abwechslung, zwei Leute in aus öffentlichen einladen oder so. Steinzeit. Oh, Duft der Zeit mal wieder bekommen. Ich kehre in die Stadt. Ich kann jetzt schon sagen, er wird schlecht sein. So sicher wie das Amen in der Kirche. Ja. Super schlecht. Oh, Elemente Ring mit 157%. Super. Aber pack ich mal weg, vielleicht für den Mage. Das steht euch bestimmt gut. Das ist doch zu teuer. Nett.
lässt er mich jetzt hier nicht porten. Klar, Moment, ich bin sofort da. Ach, mein Gott. Wie viele wollen hier noch aus dem Boden kommen? So, da bin ich. Ist nicht so weit weg diesmal. Zusammen mit dem schwarzen Seelenstamm. Dort nach dem Schuldtun kommen. Ich hab die Oase danach. Uralte Magie. Und die Oase in gestellt, wie ich es mir gedacht habe. Mich und Daten verbringen die meiste Zeit mit dem Glücksspiel. Ich schätze, von diesem ausgehöhlten Felsen ist etwas anderes zu erwarten. Aber ich bin hier, um für Anna sorgen zu können. Ich hoffe, es geht ihr gut. Muss zurückkehren. Oh, Blauzorn. Nice. Den Templer mit ausrüsten. So. Das könnten die auch mal ändern, dass man die resetten kann in einem Spiel, ohne rauszugehen, ey. Ja, wollte ich gerade sagen. Ebenso auch das Q-Level, ey. Boah. Alles noch aktiv. Noch aktiv? Ja. Ja, da müssen wir ein neues Spiel schon wieder machen. Ja. Achso, erstmal Paragon hier, so. Einen da. Ich stehe da und warte, das ganze Gold wird eingesammelt automatisch und es hört nicht auf.
Ja, vom ganzen Schluss kommen dann nochmal so zwei Items. Ja, und Legendary vor allen Dingen. Ja. Black Fonts Amulett. Spitze. Ich glaube, ich habe einen Rogas Stein oder so gekriegt. Uff. Ja. Sehr wertvoll. Schöne, nette Seele. Seelen braucht man ja auch, um das Amulett zu craften. 50 Stück, das ist ja auch nicht gerade unbillig. Also ich könnte eh nur 12 oder 13 machen oder sowas. Nee, Quatsch. Das war ein Atem. Vergessene Seelen habe ich fast 800. Seelen habe ich fast 1000. Ach Mist. Ich kehre in die Stadt zurück. Bin in den falschen reingegangen? Ja. Sehr schön. Direkt die nächste Runde? Ja. Aber du wolltest jetzt schon ein paar craften. Naja, wenn man jetzt ein gutes findet, dann muss man die nicht weitermachen, ne? Ja, gut. Stimmt auch wieder. Ah, vier Stück. Ich meine, vier Stück sind das ja immer, die ich jetzt machen kann. 200 Seelen weg, einfach so, flupp. Aber glaube. Ja, das war nix. Unerbittlich, kein Crit drauf, nix. Ein von Fleisch, kein Crit drauf, weg. Ja. Nerven aus Stahl, kein Crit, weg. Blitz 15, Crit Chance 9. Aber Dampfwalze. Ja, so ein ähnliches hatte ich vorhin auch. War der Dampfwalze noch? Wo ist denn das da? Kontrollverlusteffekten, oh. Wenn ein Betäubungsring Furcht und Wirr. Ach so. Ach, schade, ey. Ansonsten wäre die jetzt ganz geil gewesen, ey. Mit Blitz. Hätte ich wieder auf Blitz umstellen müssen, anstatt physisch, aber. So. Ja. Also. Raus. Mann, siehst du scheiße aus. Wieso? Ja, generell, egal was du im Barb anziehst, er sieht immer scheiße aus. Keine passenden Flügel, keine passenden Transmus. Und der weibliche Barb sowieso. Also. Jetzt spielt ja fast keiner auf weiblich. Ja, außer zum Trollen halt wirklich. Noch ein Blauzorn. Nein! Genau dazwischen, ich bin doch genau dazwischen. Warum kriege ich denn da überhaupt noch Schaden rein? Ich stehe doch gar nicht im Gift drin. Das ist Pech. Immer direkt aufstampfen. Ja.
Oh, ich hab dann noch nicht. Oh. Ey, ich sammle echt schon für einen Monk, ne? Faustwaffe? Ach, lol. Und das ist auch wiederum die richtige, ne? Also eine von denen, ja, die man wirklich gebrauchen kann. Ich brauche mehr Zeit. Trotzdem ich aufgestampft bin, hat er mich auf ein Drittel runtergekloppt. Mit One Hit. Aber ich habe ja auch noch 700.000 Leben. Ich muss zurückkehren. So, jetzt bitte mal ein Primal Höllenfeuer-Amulett. Das hätte was. Mit physisch Crit, Sockel und... Naja, also ich würde ja sagen... Crit und Elementar kann man rollen, das wäre noch geiler. Oh, uralt, mit unerbittlich, aber Feuer und Source Kostenholz Use. Raufbold. Ah. Dreimal mit unerbittlich, einmal davon uralt, aber trotzdem alle useless. So, wollen wir mal gucken. Oh, mit einem Pfund Fleisch. Na. Guck mal hier. Ach, verdammt. Feuerstärke, Abklingzeiten und Waffenmeister ist das Uralte, also schon mal scheiße. Ja, ich hab die Bahn erwischt. Die sind ja beide kacke, kein Crit drauf. Ja, ein scheiß Passiver auch. Ja, das mit Pfund Fleisch ist das Beste, was ich hatte. Ja. Bis dahin. Aber Tobsucht ist, glaube ich, besser als Pfund Fleisch. Pfund Fleisch ist halt so. Ah. Ja, brauchst du Heilkugeln für halt, ne? Ja, eben. Jede Menge. Also ist jetzt nicht doof, ich behalte das erstmal. So, wenn dann gut, wenn dann Support Necro oder Support Bar passt, ne? Der die ganze Zeit nur. Ja, dann ja. Nimmt. Aber die anderen. Weg. 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 Wie viele Leute spielen denn eigentlich noch Diablo aus meiner. 4 Stück? Ja, bei mir nur einer. Der ist gerade online gekommen. Ich glaube, gerade mal aufgestanden. Müssten ja eigentlich zwei sein. Ich und der andere. Ja, du und dann, ja. Aber der Quitschel ist auch schon 685 Paragon. Und Blade 572, auch nicht so wenig. Jung Yang Do und Schnitt. Sehr gut. Ja, man braucht ja Seelen, ne? Also. Ja, ja, natürlich. Die Kirche von 729 Seelen, sag mal, haben die das. Ach doch, 10 Stück kostet einer, ne? Nicht 50. Mhm, 10. Ja, dann kann ich da jede Menge von machen. Hier. Oh, Sternenschiffung habe ich noch gar nicht gehabt. Komisch. Ich auch nicht. Wäre schön, wenn sie mal das Transmus-Set vollständig gemacht hätten.
Ich finde das blöd, also das sieht irgendwie kacke aus. Ja, in irgendeinem Char hätte es bestimmt gut ausgesehen. So. Ja, schön beieinander stehen, das ist gut. Ja. Ja, ich meine, den Erfolg haben wir ja schon. Ja, ja, trotzdem. Chilanax nochmal. Nerven aus Stahl, aber kein Crit. Keinen Kommen, unerbittlich wieder. Mit physisch drauf, aber kein Crit. Oh, wieder alle für die Tonne. Das gibt's doch nicht. Junge, 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 Junge. Nee. Das war wieder nix. War richtig nix. Ja, du, also, Lucifer, ich würde jetzt mal so pauschal sagen, erstmal nein, weil wir hier Paragon 700 sind und wenn du gerade erst angefangen hast, dann passt das jetzt gerade nicht so, weil T16 oder 80er oder 85er, was wir farmen, wirst du wohl nicht hinkriegen. Also ein Set habe ich noch komplett, ne? Was? Von den Maschinen, meine ich. Ach so, ich zwei. Ich habe jetzt gerade nur eins aufgemacht. Okay. Ich kann erst zu meinen Verbündeten stoßen, wenn ihre Schlacht beendet ist. Au. Das heißt, 12 Amulette können wir noch herstellen. Da muss doch bestimmt eins dabei sein. Ich habe auch für den WED habe ich da glaube ich 200-300 gecraftet, bis da ein vernünftiges dabei war. Mit Elementschaden, Crit in Uralt und einem passenden Passiv. Das ist schon echt hart. Ja, was willst du machen? Ja, ja. Überleg mal, wie viele man davon gemacht hat früher, bevor die noch ohne Sockel waren oder wo die noch nicht gererollt werden konnten, also... Oder wo du die Schlüsselhüter öfters abfahren musstest halt, ne? Ja. Wo es noch nicht so einfach war. So, erstmal einen Platz schaffen hier. Oh, das ging jetzt fix, ey. So, Akt 2 fehlt noch.
Raufbold, nein. Nö. Physisch, Crit, unerbittlich. Kein Entkommen, Kälte, Crit. Aberglaube, Stärke, Crit, Crit, Sockel. Also, oh, meine Fresse, eins, oh. Ach, schade. Und dann der zweite. Aber unversöhnlich, benutze ich das? Ja, das benutze ich sogar, wie geil. Und physisch drauf. Das ist doch geil. Tja, aber glaube. Ah, unerbittlich, spielt doch keiner. Kein Entkommen, was ist das denn? Waffenwurf, sag ich, Sperruhr, Erdrutsch. Nee, das ist Quatsch. Aber hast du den zweiten gesehen, den ich gepostet habe? Mhm. Der ist doch eigentlich echt super, oder nicht? Ja, natürlich. Muss ich gleich mal gucken, wenn ich da Crit draufgerollt habe, wie viel physischer Schaden Unterschied mir das macht. Tja, aus der Runde waren die beiden schon die besten. Oh, Aberglaube? Ja, scheiße. Und unerbittlich. Oh, 1577, ja. Das ist ja ähnlich wie meiner. Aber da habe ich immer noch die beste Passive abgekriegt, ne? Kann das sein? Ja, ja, ich nehme von den beiden keins. Beide Schrott. Ach Leute, gib mir doch einfach mal bitte Crit hier. Krieg keinen Crit, ne? Das ist unglaublich. Und es muss ja noch nicht mal Crit-Schaden sein, es muss Crit-Chance sein. Da, 9. Bingo. So. Und jetzt gucken wir mal. Physischer Schaden 902 zu 966. Boah. Das sind 20% mehr. Nee, stimmt gar nicht. 15% mehr. 15% mehr Schaden. So, dann muss ich noch kurz hier den Stein rauspopeln und da rein. Ups. Da reinhauen. Die zwei kommen in die Truhe. Blub. Blub. Und wir gehen raus. Nochmal rein. Ich habe einen neuen Verbündeten gewonnen. Die Kirche. Los. Moment. Ich brauche Heilung. So, warte mal, jetzt habe ich hier unversöhnlich. Was habe ich denn dafür? Ich glaube, Tobsucht war das, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ja. Hatte ich auf den anderen drauf? Ich muss also mal nachgucken, was hatte ich da drauf gehabt? Tobsucht, genau, jawohl.
Rüstung für Rausgegenstand. Sehr schön. Auch nicht schlecht. Kann ich ja vielleicht doch gleich die andere Waffe umrollen. Oh, eine Geisterstunde mal wieder. Berserker Wut, ihr Däne macht. Ach komm. Wieder alles schlecht. Ja, diesmal waren es auch viermal Nieten. Und ich habe nur noch eine einzige Maschine. Ich habe noch einen Einsatz. Der muss es jetzt sein. Was aber Duft der Zeit, ne? Eigentlich würde ich ja sagen, dass das beste Slot immer ist, oder nicht? Weil es halt so viele Stats haben kann, wenn es gut gerollt ist, oder nicht? Ja, ja. Das heißt, alles andere sind nur, ich sag mal, schlechtere Alternativen, oder nicht? Ob das ja, genau. Krümelchens ist, oder ob das Hellfire ist. Ja. Oder die Kombination aus Schwur des Abenteurers und Windrose, also... Na, obwohl... Obwohl Windrose hat auch ein Stat mehr als jeder andere drin, das kann auch wieder gut sein, ne? Ja, aber dafür müsstest du... halt auf Dingens verzichten, ne? Auf den Elementering. Ja, aber Krümelchen ist ja eigentlich so wie... Dingens... Schwules Abenteuer und Windrose, außer dass du noch ein bisschen den negativen Aspekt dabei hast. Ja, genau. Der negative Aspekt. Den eintreffenden Schaden eben. Ja, und der ist so heftig. So, jetzt aber.
Dampfwalze. Toll. Aber glaube ich. Wieder ein uraltes dabei, aber. Nee. Wieder alle Scheiße. Bei mir sind sie einfach nur alle Scheiße. Auf keinem Crit drauf. Nope. Das war nichts. Wie viele Mats habe ich? Eigentlich genug. Ja. Eher so. Was? Ich lenke hier die Mobs ab und er verpisst sich erstmal. Ja, nu! Oh, Verbrauchsgegenstand. Oh, was? Haha. Aber den kannst du dann haben. Weil ich habe jetzt schon 3. Dann hast du auch, glaube ich, 3, ne? Ja. Gebe ich dir gleich. Oh, der ist wieder. Naja, der ist irgendwo in der Mitte diesmal. Bist du auf der Map, ja, ne? Ja, ja, ich bin auf der Map. Gut. Musst du nur gerade kurz jemanden schreiben. Schon beinahe da reingegangen. Und mich hat gerade einer aus der Friendsliste angeschrieben, ob ich ihn kurz ziehen könnte. Ja, ja. Klar. Also aus der Friendsliste hat das noch keiner nachgefragt. Nur im Chat waren das. Also im Twitch-Chat waren das welche gewesen. Ich schmeiß mir mal den Würfel ein. Zap. Jo, merci. Ja, richtig, 3 Stück habe ich jetzt. Ja, so wie ich dann auch. Ah, die Tür ist offen, das heißt, wir waren schon da drin. Ein weiß den Weg zum Ruhm. Gewonnen.
Du oder ich? Das kann okay. ich nicht. IK-Kopf. Ja, ich habe Schild bekommen, Sturmschild. Oh! Knappes Ding immer wieder. Krümelchens. Das geht super. Noch nicht. Mantel dabei gewesen. Ja, da war Immortals Hose dabei. Jetzt habe ich die auch vollständig. Uff. Gnadenlos. Hatte ich gnadenlos drin? Jo. Ist zwar nicht uralt. Aber. Ja, Doppelkrit möglich. Doppelkrit möglich. Oh, ich habe auch eins mit Doppelkrit möglich, aber Schwert und Schild als passiv. Schwert und Schild. Also. Ja. Und bei einem ist physisch drauf und sonst nix. Und Nerven aus Stahl. Ist halt auch. Das war wieder 4 für die Tonne, waren das diesmal. Aber was kosten die nochmal? Ich muss das nochmal gucken, was genau die kosten. Kann die. Jetzt habe ich keine Materialien. Egal, warte mal. Alle? 1 und Dingens, 10. Ach so, ja, also überhaupt keine anderen Materialien, nur die Organe. Und Seelen, das ist ja echt geil, du kannst ja richtig viel von machen. Und du verschrottest die auch immer wieder, kriegst einen wieder zurück. Also du bezahlst immer... 9. Ja. Irgendwie. Also die waren jetzt wirklich Müll. Wieder mal komplettes Satz für den Hintern. Ich versuch grad, Kritschern drauf zu kriegen. Ja. Zumindest über 90%. Und dann mal vergleichen. Kann er hier auf dem Kopf noch mal mehr als 5 versuchen zu kriegen? Verschwinde.
Da, 6, sehr gut. Da haben wir 20, da haben wir 9. 9 ist auch doof, 96. Ne? Ja. Wie viel hast du jetzt? 10% Schaden bringt mir das Teil. Richtig, aber minus 16% Zähigkeit. Ne, plus 4. Ja, bei mir minus 16. Ja, weil du Stärke drauf hast, ne? Wenn du Stärke in physisch wegrollen würdest. Ja, ich habe auch noch Wit bei mir drauf, ne? Naja. Fast 1000 Vitalität. Ja. Ja, das ist halt das Blöde, ne? Da müsste man so jetzt mal vergleichen, wie viel die Stärke mir bringt und wie viel das bringen würde, wenn die Stärke weg wäre und Elementarschaden drauf wäre halt, ne? Weil so ist halt nur der Wert plus 10%. Wenn die Stärke weg wäre und da physisch drauf, dann müsste man sich das halt angucken. Da würde dann wahrscheinlich ein bisschen weniger, also keine 10% sein, vielleicht irgendwie 4 oder irgendwas. Aber der physische würde dann mit reinhauen und die Stärke ist ja auch Zähigkeit, die würde dann ja auch wegfallen. Also, ja. Weil ich habe nämlich physischen Widerstand drauf und du hast Arkan-Widerstand drauf. Also, ich tue es erstmal in die Truhe. Also ich würde das ja sofort tragen. Ja. Da müsste ich die Toughness, die Zähigkeit irgendwie ausgleichen. Warte mal, wenn Gnadenlos wegfällt. Ja, unerbittlich vielleicht. Oder steinhart. Achso, halt. Den können wir auch mal hier. Ja, komm. Ich nehme dafür steinhart an. 25% mehr Rüstung. Aber ich bald trotzdem das andere Amulett erstmal. Erstmal gucken, wie es läuft. Ja, dann mal wieder Stopp hier.